Aus der Altmark live aus Salzwedel. Dies ist eine Sendung des VEEG, Verband Energieerzeugender Gebäude. Wir befinden uns hier in der Altmark. Eigenstrom statt Kohlestrom ist das Motto unserer Sendung, unserer Aktion nach Salui, nach Freudenstadt, nach Neustadt. Sind wir heute hier in Salzwedel an einem besonderen Ort, an einem anderen Ort, nicht auf einem Marktplatz, sondern wir sind hier, wo die Energiewende organisiert wird, wo sie umgesetzt wird, dort, wo die Menschen, die Bürgerinnen und Bürger sich mit der Technik versorgen, um ihre Energiewende selber machen zu können. Wir sind hier auf dem Betriebsgelände der Firma SCM. Es ist ein Solateur hier in der Altmark. Und neben mir ist Stefan Korneck, Vorstandsmitglied des VIEG und gleichzeitig hier einer der Hauptgeschäftsführer bei SCM. Und äh, was ist der Anlass unserer Sendung? Sie haben ja unsere verschiedenen Publikationen im Internet, äh, in Flugblättern, in Sendungen gesehen. Die Bürgerenergiewende steht wieder unter Druck. Es gibt eine Neuregelung, eine Modifizierung, eine Novellierung des erneuerbaren energiengesetzes und das wird bedeuten, dass die Bürgerenergiewende vielleicht vom Platz gefegt wird, auch hier in Salzwedel. Die Bundesnetzagentur haben wir sehr, sehr stark kritisiert in unseren Sendungen. Es gibt drei Modelle, die die Bundesnetzagentur vorgeschlagen hat. Alle drei Modelle haben eins gemein, das Prosumer-Modell mit den Marktmodellen 1, 2 und 3 bedeutet. dass die Bürgerinnen und Bürger ihren selbstproduzierten Strom möglichst komplett in das Netz geben sollen und die Energie nicht selber speichern, nicht selber verbrauchen, sondern komplett, möglichst komplett ins Netz speichern geben sollen und dann möglichst komplett wieder zurückkaufen sollen. Das ist für die alten Netzbetreiber, das ist für die alten Energieversorger gut. Der BDEW, der Bundesverband der alten Energiewirtschaft. Also die Kohlelobby, sage ich mal, die treibt es noch wilder. Die haben ein Modell, die möchten hier in einem Papier, steht es gefordert, dass selbstproduzierte Energie mit allen Steuern, Abgaben, Gebühren komplett belegt wird. Und das bedeutet, wir haben das mal ausgerechnet, dass pro selbstproduzierte Kilowattstunde Sonnenstrom 16 Cent Abgaben kommen, wenn wir... 11 Cent Eigenenergiekostenproduktion haben, also die Gestehungskosten für die Eigenenergie plus 16 Cent, dann sind wir bei 27 Cent, 28 Cent und dann macht die Eigenenergieproduktion keinen Sinn. Gegen diese Modelle sammeln wir in ganz Deutschland wie auch hier Unterschriften und auch die Menschen, die hier sind, äh, schreiben heute diesen. Äh, entsprechenden Stellen, Ihren Bundestagsabgeordneten, um sie auf dieses Thema zu sensibilisieren. Wenn Sie dann nacheinander praktisch ans Pult treten würden, gebe ich das jetzt mal frei äh, und wir sammeln dann hinterher die Briefe ein. Dann können Sie Stück für Stück vortreten. Machen Sie bitte mal den Anfang vielleicht und dann beginnen wir hier. Stefan Korneck, ich habe das gerade mal angerissen, worum das bei der ganzen Geschichte geht. Ähm, diese Modelle. Und das ist das Thema unserer heutigen Sendung. Haben wir ja schon verschiedentlich beleuchtet. Heute haben wir das Thema, was fordern wir eigentlich? Was brauchen wir für die Bürgerenergiewende? Und da brauchen wir keine Bürokratie, sondern wir brauchen eigentlich simple Modelle, mit denen die Bürgerinnen und Bürger und auch die Unternehmen Energiewende machen können. Ja, wir brauchen im Grunde echte Lösungen, echte Visionen, umsetzbare Lösungen, die äh, sich einem Ziel widmen, was Bürger, aber auch was tatsächlich Klima- und Umweltpolitik tatsächlich benötigen und es gibt viele vergleichbare Beispiele, weshalb ich immer gesagt habe, wir dürfen bestimmte Diskussionen gar nicht zulassen, ob das jetzt die Rückkehr der, der Atomkraft ist, die im Grunde gar nicht zu diskutieren sei. Aber auch selbst solche, solche Lösungen, wie sie jetzt vorgeschlagen sind, sind in meinen Augen soweit indiskutabel, wenn wir tatsächlich die Ziele, die wir benötigen gar nicht erreichen. Und die Frage, die wir hier vielleicht grundsätzlich immer wieder stellen müssen, welches System hat sich wo noch zu richten, es kann doch nicht sein, dass die erneuerbaren Energien mit den Entwicklungen, mit den Technologisierungen, die wir gemacht haben, sich an teils veraltete Netze richten. Ähm, ich habe schon mal das Beispiel gebracht. Ähm, wir sind ja auch im Bereich der Digitalisierung ähm, auf einen äh, fortschreibenden äh, Weg. Und letztendlich äh, richten sich die Hersteller von, von Smartphones nicht nach alten äh, Mobilfunkmasten, sondern die, diese Digitalisierung, die Entwicklung der Geräte schreibt vor, wie sich auch ähm, Mobilfunknetze oder auch andere Bereiche entwickeln können. Also die Frage, die wir uns hier stellen müssen, was muss ich wo nachrichten? Und wir brauchen einfach intelligente Netze, die sich tatsächlich an der dezentralen Energieversorgung richten und nicht umgekehrt. Die Modelle, die wir Ihnen gerade so kurz vorgezeigt haben, in der YouTube-Beschreibung dieser Sendung haben Sie noch viele andere Sendungen, da können Sie sich sachkundig machen. Wir wollen Ihnen mal sagen, der Teufel steckt im Detail und der Teufel im Detail macht die Bürgerenergiewende kaputt. Anlass dieser Regelung, dieser Novellierung des EEGs sind 20 Jahre alte Anlagen, die jetzt zum 1. Januar nächsten Jahres aus der EEG-Förderung rausfallen. Sie kennen das ja. Früher wurden sozusagen äh, die Anlagen direkt ans Netz gehängt. Das gab, da gab es noch keine Speicher, es waren reine Einspeiseanlagen. So, die Anlagen sind jetzt 20 Jahre alt, die ersten fallen heraus und jetzt muss sozusagen neu reguliert werden. Und das bedeutet, dass die Anlagen in den Modellen, sagt man, macht das so, macht das so, macht das so. Wir deklinieren das mal kurz durch, wo der Teufel im Detail steckt, nämlich dass diese Anlagen damit total unwirtschaftlich werden. Theoretisch sollen sie nach den neuen Modellen der Bundesnetzagentur weiterlaufen können. Faktisch gesehen bedeutet das, dass sie die Anlagen abschalten und abreißen können. Das können wir mal kurz zeigen. Ein Beispiel. Sie können nicht einfach eine alte Photovoltaikanlage weiter betreiben, obwohl die jetzt gut eingespeist hat, sondern man muss jetzt technisch umrüsten man muss relativ aufwendig umrüsten, teilweise Wechselrichter, auf jeden Fall bei der Zählerstangeninfrastruktur. Da gibt es neue Vorgaben, die sicherlich hier und da auch Sinn machen, die aber in den fortführenden Regelungen ähm, so nicht berücksichtigt werden, dass da auch nochmal Kosten hinzukommen. Und wenn ich dann das Ganze für Börsenstrompreise drei, vier oder fünf Cent einspeise, dann macht das einfach keinen Sinn. Und das ist genau der kritische Ansatz, den wir wählen, dass die Intransparenz von neuesten Modellen hier im Grunde verheimlichen oder vorenthalten, dass ein weiterer dann für viele Altbetreiber überhaupt keinen Sinn mehr macht und das kann nicht Sinn der Energiewende sein, dass sich alte abgeschriebene Solaranlagen, die keinen günstigen, sondern das muss man ganz klar sagen, kostenlosen Solarstrom erzeugen, die müssen doch auch der Gesellschaft, der Energiewende zugute oder zu, zunutze gemacht werden und zugute kommen und äh, da muss es Zielorientierte Lösung geben und nicht irgendwelche versteckten ähm, Richtlinien und Modelle, die das im Grunde nicht zulassen, ohne es offenkundig zuzugeben. Ja, also, wir haben mal ein Bild von einem alten Zählerschrank. Diesen Zählerschrank kennen Sie, wenn Sie eine alte Photovoltaikanlage haben. Da haben Sie einen Zählerschrank, der sieht genau so aus. Den können Sie, den haben Sie 20 Jahre so betrieben und da haben Sie praktisch Ihre Photovoltaikanlage dran. Die Anlage speist ein. Wenn Sie jetzt nach dem 1. Januar die alte Anlage weiter betreiben wollen, dann geht das nicht, dann muss ein neuer Zählerschrank rein. Ja, der entspricht den neuesten Richtlinien, ähm, die es mittlerweile gibt, die auch konsequent umgesetzt werden oder gefordert werden von den Netzbetreibern, die im Wesentlichen mit dem Smart, -Smart Meter Rollout, also mit den neuen intelligenten Stromzählern zu tun haben. Und diese Infrastruktur, die hat sicherlich Stück weit seine Berechtigung, aber man muss halt äh, hier darüber sprechen, dass das auch allen Betreibern dann auf der Kostenseite mit anzurechnen ist. Genau, und wenn Sie jetzt weitermachen wollen, müssen Sie einen neuen Zählerschrank, da haben wir auch ein Bild von, wie sein neuer Zählerschrank aussieht, der muss eingebaut werden und die Kosten haben die Nutzer dann erstmal selber zu tragen, zahlt ja keine Netzgesellschaft. Und die sind zum Teil gar nicht unerheblich. Also da reden wir von bis zu 1.000 Euro oder wenn es ein kompletter Umbau dann sein muss, je nachdem, wie die örtlichen Gegebenheiten sind, geht das in Richtung 1.600, 1.900, 2.000 Euro äh, plus den Wechselrichtertausch, weil da auch die Konformität dann abgelaufen ist. Also es sind schon wirklich richtige Kosten, die dann auf die Betreiber zukommen. Und wenn ich erreichen will, dass eine Weiterführung wirklich genutzt werden soll, wenn ich diesem Strom auch dem Markt zur Verfügung stellen will, dann muss ich hier auch eine gewisse Attraktivität schaffen. Ansonsten fehlt der Anreiz und das weiß man eigentlich auch und deswegen müssen wir da offen drüber sprechen. Ja, äh, wenn die Kamera das noch mal eine Übersicht zeigen kann. Genau, wir haben viele Bürgerinnen und Bürger hier auch Mitarbeiter der Firma SCM, die die Briefe an die Bundestagsabgeordnete schreiben. Ich sehe Bürgerinnen und Bürger kommen vorgefahren mit Autos, um hier bei der Aktion in Salzwedel mitzumachen. Da freuen wir uns. Also es muss aufwendig umgebaut werden. Das heißt Zählerschrank umbauen, neuen Wechselrichter kaufen, wie gesagt, für eine 20 Jahre alte Anlage, obwohl technisch alles okay ist, dann landen wir Minimum oder ungefähr bei zweieinhalbtausend Euro. So, jetzt sind wir großzügig gewesen, Herr Korneck. Jetzt haben wir gesagt, wir speisen für, für Altanlagen. Nehmen wir mal an, wir speisen für 5 Cent ein oder kriegen Börsenstrompreis für 5 Cent, was extrem hochgerechnet ist. Das würde bedeuten, die alten Photovoltaikanlagen sind 4-5 KVP groß. Das heißt, Sie haben zweieinhalbtausend Euro Investment, kriegen im höchsten Fall 5 Cent Einspeisevergütung, müssen zweieinhalbtausend Euro erstmal investieren. Das heißt, um das mit den 5 Cent zu egalisieren, muss ich 50.000 Kilowattstunden Strom einspeisen bei einer 5KW-Peak-Anlage. Das heißt, nur um den Umbau zu finanzieren, muss ich für zehn Jahre meinen Strom komplett bei einer alten Anlage wieder einspeisen. Macht ja niemand. Und wir haben die laufenden Kosten noch weggelassen. Also die kommen auch noch dazu. Versicherung, diverse Wartungsaufwendungen, die ich dann auch ein Stück weit habe, die im Grunde fairerweise ich auch mit drauf rechnen muss. Und das macht das ganze Modell in dem Falle definitiv. Unrentabel, solche Anlagen vorzuführen. Ähm, aber es kann ja nicht sein, dass diese Anlagen nach 20 Jahren vom Dach geschraubt werden, obwohl die Haltbarkeit der Module noch weitere mindestens 15, vielleicht sogar 20 Jahre hergibt, bei auch entsprechender Pflege und Wartung. Ähm, und das kann nicht das energiepolitische, klimapolitische Ziel sein. Genau. Also, Sie müssen zum Beispiel noch. Versicherung dazu rechnen, 100 Euro. Und dann haben wir gerechnet eine Zählermiete von 100 Euro im Jahr, die noch dazu kommt. Die Bundesnetzagentur möchte ja Smart Meter Gateway haben, der ganze Umbau ist ja auch dafür. Dann sind wir schon mal bei Versicherung, kann 100, 150 Euro, also wir rechnen mal 250 Euro weitere Kosten im Jahr für dieses System. So, und um diese 250 Euro zu egalisieren für 5 Cent, müssen Sie schon 4000 Kilowattstunden im Jahr einspeisen, um das zu haben. Also, wenn wir, jetzt dazu, wenn wir das hier rechnen, wir müssen 5000 Kilowattstunden pro Jahr einspeisen für die Investitionen. Wir müssen 4000 Kilowattstunden einspeisen für die laufenden Kosten. Und da haben wir noch gar nicht den Steuerberater mitgerechnet, falls man ihn einsetzt. Man kann es auch alleine machen. Das heißt, ich muss bei einer 5 kW, alten 5kW-Peak-Anlage 9000 Kilowattstunden einspeisen, um die Kosten im Griff zu haben. Das heißt, die alten Einspeiseanlagen sind nach den Vorschlägen, die auf den Tisch liegen, unwirtschaftlich. Ja, zum einen das und auch aus persönlicher Erfahrung kann ich ja sagen, die meisten Leute wollen das ja gar nicht. Die gucken schon oftmals neidisch auf die neueren Anlagen, die über den Eigenverbrauch... Sehr rentabel sind und die aber auch allein emotional ähm, dieses Prinzip der Eigenversorgung, der Unabhängigkeit generieren können. Und es gibt viele, die lechzen quasi nach Ablauf der 20 Jahre danach, diesen schon seit vielen Jahren, seit 20 Jahren selbst erzeugten Strom aber auch wirklich selbst zu nutzen. Und diese Umbaukosten, über die wir hier sprechen, vielleicht sogar noch obendrauf mit einem Speichersystem, sind viele sogar bereit, aber nicht um dem Strom irgendwo günstig einem Netzbetreiber oder der Gesellschaft zur Verfügung zu stellen, sondern und das, glaube ich, kann man auch nicht als egoistisch bezeichnen, ihn selbst zu nutzen, unabhängig zu sein, Sektorenkopplung zu generieren, das, was wir ja auch als Unternehmen umsetzen, was wir als Verband äh, generieren, über Elektromobilität, über den, den Wärmebereich, die Wärmewende. Also diesen Strom so intelligent wie möglich selber nutzen, sich unabhängig machen und wenn überhaupt nur noch Überschussstrom einzuspeisen, den ich dann doch selber nicht brauche, wie bei schönem Wetter wie heute vielleicht. Und wenn es dann dafür nur 5 Cent gibt, das ist überhaupt nicht schlimm. Aber die Eigenversorgung, um sich da ein Stück weit selber zu machen, das was wir als dezentrale Energiewende ja auch bezeichnen, ähm, das würde Sinn machen. Aber die, das müssen wir ganz klar sagen. Das ist zum Teil nicht gewollt mit den Vorschlägen, die da gekommen sind. Und da müssen wir uns ein Stück weit gegen wehren. Und das nach dem Motto wäre den Anfängen. Genau. Also die alten Anlagen sind unwirtschaftlich mit den Modellen, die da auf den Tisch legen. Und das Problem ist, für die neuen Anlagen gilt ja sozusagen ähnliches. Diese Modelle sollen auch für neue Anlagen gelten. Und das ist nun mal so ein Beispiel, wie die Bürgerenergiewende kaputt gemacht wird. Und Herr Korneck hat es gerade so richtig gesagt, die Bürgerenergiewende und die Wirtschaftlichkeit der Anlagen funktioniert nur über die genutzte Energie. Das heißt, sie produzieren ihre Energie auf dem Dach, sie speichern diese und. Sie wollen diese auch selber nutzen und verbrauchen. Vor der heutigen Veranstaltung haben wir äh, zwei Bürgerinnen und Bürger gehabt, die haben heute eine Photovoltaikanlage sich gekauft und ich habe sie vorher gefragt, warum haben sie sich jetzt eigentlich eine Photovoltaikanlage mit einem Speicher zugelegt? Und das äh, war die Antwort. Sie haben gerade eine Photovoltaikanlage gekauft. Ganz profane, ganz einfache Frage. Warum? Ja, weil ich eigentlich die Natur liebe. Ich liebe die Bäume, ich liebe die Sonne und ich finde es viel schöner, wenn man die Sonne ausnutzt, um seine Energie zu bekommen, als wenn man Bäume fällt. Und außerdem möchte ich auch unabhängig sein und frei sein und, äh, und meinen eigenen Strom haben und, und wissen, was ich, äh, wofür ich mein Geld ausgebe. Und ich möchte unabhängig sein und die, äh, die Lobbyisten und äh, Energiekonzerne eigentlich jetzt nicht so dolle unterstützen. Wie haben Sie sich eigentlich sachkundig gemacht, um zur richtigen Entscheidung zu kommen? Ja, es gibt ja Spezialisten dafür, die sich damit auskennen und die ähm, sind ja auch in unserem Umkreis, wo wir wohnen und da habe ich mir eine Firma empfehlen lassen und das ist hier diese Firma und ich, äh, ich habe mich dann beraten lassen, also in, ein, in Gesprächen und äh, bin davon überzeugt. Vorher habe ich natürlich auch schon davon gehört. Aber so ins Detail ist es ja immer mal am besten, wenn man sich von Profis beraten lässt. Ja, Herr Korneck, ich habe es gerade gesagt, Sie sind nicht nur Vorstandsmitglied beim Verband Energieerzeugende Gebäude, sondern auch hier Mitgeschäftsführer bei SCM. Das, was Ihre Kundin gesagt hat, ist, glaube ich, das Motiv, was ja viele Leute antreibt. Ja, das war ein schöner Werbeblock. Das hat mir natürlich gefallen. <lacht> <lacht> ähm, ja. Aber genau das machen wir ja auch heute mit dieser Veranstaltung. wir Und nichts anderes tun wir als Unternehmen ja auch. Wir versuchen erstmal sehr, sehr viel zu beraten, zu informieren, aufzuklären. Die Individualität spielt eine ganz große Rolle, dass wir also bewusst nichts aus der Schublade ziehen, sondern tatsächlich versuchen, jeden Kunden sehr, sehr individuell zu betrachten und jedem auch sein kleines, auf ihn zugeschnittenes Energiewende-Projekt zu realisieren. Und mittlerweile, und das ist, glaube ich, eine tolle Entwicklung, die, um die wir ja auch deswegen kämpfen wollen. Was das Thema Sektorenkopplung betrifft, dass wir halt nicht nur über rein ein bisschen Eigenstrom für den Fernseher oder für den Kühlschrank sprechen, sondern echt Energiewende heißt für uns, den Mobilitätssektor mit zu integrieren. Auch die Wärmewende, also sprich das Heizen mit Strom, Kühlen, Warmwasser und was es sonst nicht alles gibt. Strom ist ja nun mal eine der vielseitigsten, aber im Grunde die vielseitigste Energieart, die wir haben. Und wenn wir die auch noch regenerativ und zwar selbst dezentral erzeugen, dann gibt es da nichts gegen einzuwenden. Und es ist die Forderung der Politik, von mir persönlich, aber auch von mir als Unternehmer, Rahmenbedingungen zu schaffen, die das ermöglichen, weil ich der fest überzeugend bin, was ich Tag ein, Tag aus erlebe, dass die Bürger und die Menschen das auch wollen. Und die Politik, um sie mal ganz allgemein zu fassen, in, in natürlich regierender Verantwortung im Wesentlichen, die sollten doch eigentlich auch den Bürgerwillen entsprechend folgen, denn dafür sind sie gewählt. Ja. Ich gehe hier mal rüber zu dem Tisch, wo die Briefe unterschrieben werden. Und wenn ich Sie mal kurz ansprechen darf. So, Sie sind hier gerade heute gekommen. Darf ich Sie mal kurz fragen? Können Sie, können Sie sich zuwenden? Ich möchte Ihnen Folgendes sagen. Sie haben heute den schönsten Hut in Salzwedel auf. Ist Niemand ist so gut gekleidet wie Sie heute. Ja, ich hätte den Pokal mit, mitbringen müssen für den schönsten Hut. Sie können ruhig abmachen. Für Interviews ist das in Ordnung. Ja? Ähm, warum sind Sie heute hergekommen, um diesen Brief zu unterschreiben oder einen Brief zu schicken? Das ist schon sehr wichtig, finde die ganze Energiewende, dass es endlich mal vorangeht. Ist ja in den letzten Jahren mehr oder weniger in Stocken geraten oder nicht mehr oder weniger, sondern total in Stocken geraten. Und darum möchte ich, dass das weitergeht. Haben Sie selber Photovoltaik oder planen Sie sowas? Äh, Photovoltaik nicht, aber wir haben äh, für Heißwasseraufbereitung Solarzellen oben auf dem Dach. Ja. Gut, dann schaue ich mal hier weiter. Wir haben ja hier auch noch... Weitere? Sie sind auch dabei, Sie haben Ihren Brief schon unterschrieben. Kommen Sie mal, drehen Sie sich ein bisschen zu mir ein. Sie sind heute auch dabei, Sie sind bei SCM? Genau, ja, ich bin einer der Geschäftsführer für den Bereich ähm, Wärmetechnik zuständig. Warum machen Sie bei der Aktion mit, um nicht Ihr Geschäft zu zerstören? Zum einen auf alle Fälle das. Klar, und um das, das große Ganze geht es ja auch, das, was wir schon mehrfach gehört haben: hier den PV-Strom weiter nutzen zu können, nicht sinnlos die Anlagen abzuschalten, weil jetzt irgendwelche Vorschriften die im Grunde genommen an den Hahn herbeigezogen sind. Ja. So, ich gehe mal weiter. Sie sind auch heute hergekommen. Darf ich fragen, warum sind Sie heute dabei? Ich möchte die Sache mit unterstützen, weil es einfach nicht sein kann, dass wir äh, den Klimaschutz, äh, Friday for, for Future äh, hat äh, ganz in das Bewusstsein von vielen Menschen gebracht, äh, leider gibt es eben immer wieder in der Politik und äh, bei den Lobbyisten Leute, die äh, da immer rückwärtsgewandt äh, äh, blicken, nur an ihren Profit denken und die nicht an die Zukunft und äh, nicht an die Umwelt und vor allen Dingen an den Klimaschutz denken. Und ich selbst äh, habe eine private PV-Anlage, bin äh, in einer Bürgerenergiegenossenschaft aktiv äh, und das muss weitergehen. Weitergehen mit äh, Energie vor Ort. mit äh, eigener, mit Eigenstrom statt Kohlestrom. Ich habe früher so den Eindruck gehabt, den Bürgerinnen und Bürgern ging sehr stark um die Wirtschaftlichkeit der ganzen Geschichte. Heute kriege ich aber mit, das Motiv wird immer stärker, grünen Strom selber nutzen zu wollen. Wie beobachten Sie das? Also Wirtschaftlichkeit in dem Sinne, dass man am Schluss nicht zuzahlen möchte, das wird jeder sicherlich für sich äh, realisieren wollen. Aber äh, mein Motiv, sowohl bei der PV-Anlage als auch bei der BEA, Be also unsere Bürgerenergiegenossenschaft, war nicht in erster Linie, dass ich damit Geld verdienen will, sondern in erster Linie möchte ich die Entwicklung weiter unterstützen, soweit ich das denn privat kann. Nur die ganz entscheidenden Stellschrauben sind eben woanders, die sind in der Politik und Deutschland war da mal Vorreiter und ist jetzt zum Schluss, Schluss fast zum Schlusslicht geworden. Also das macht mich eigentlich traurig. Wir können uns das leisten, das Geld für und es gibt viele Experten, die da Sagen und auf die wird nicht gehört, und das ist schlimm. Vielen Dank. Mit der Bürgerenergiegenossenschaft hier in der Altmark beschäftigen wir uns gleich noch mit der Sendung. Genau wie Sie das sehen: Der Herr kommt nicht aus Vietnam, sondern auch aus dem Kreis hier aus der Altmark. Wir beschäftigen uns gleich mit älteren Modulen, die wieder aufgemöbelt und gebraucht verkauft werden. Und wir zeigen auch, dass diese Technik eben lange, lange, lange anhält. Wir machen das später noch in der Sendung. Nur kurz: Ist das ein altes Modul? Ja, es ist ungefähr zwölf Jahre alt. Zwölf Jahre alt, sieht fantastisch aus, haben wir gleich noch in der Sendung. Herr Korneck, wir haben ja ganz gute Stimmen gerade gehört und jetzt kommen wir zum Punkt unserer Forderungen. Wir wollen jetzt gar nicht sagen, ja, das Modell muss jetzt so korrigiert werden, das Modell muss so korrigiert werden. Es gibt mittlerweile so vereinzelte Diskussionen, da sagt dann die Bundesnetzagentur, ja, wir können uns ja in unseren Modellen doch noch irgendwie vorstellen, dass die Bürger vielleicht doch was speichern dürfen. Äh, ich kann wie die Bundesnetzagentur nur aufrufen, offiziell ihr Modell zu modifizieren, um die Bürgerenergiewende und dazu gehört die Speicherung dazu zu ermöglichen. Noch besser wäre es, wenn dieses Papier zurückgezogen wird oder gänzlich aus der Debatte verschwindet, denn... Wir brauchen andere Modelle, Herr Korneck. was brauchen wir? Naja, ich glaube, einleiten muss man, muss man noch mal auch sensibilisieren sagen, die Energiewende, das, was wir vorhaben, ist eines vielleicht sogar das größte Projekt der letzten 150 Jahre politisch und gesellschaftlich und da muss die Fragestellung im Grunde lauten, was wollen wir, wie wollen wir leben, wie soll die Energie der Zukunft ausschauen und wie soll das funktionieren? Und die Forderung von uns, auch als Verband der energieerzeugenden Gebäude, ist schlichtweg, dass die Rahmenbedingungen so geschaffen werden, dass diese Energiewende mit auch Bürgerbeteiligung, die ist nämlich nur durch die Bürgerbeteiligung der letzten 20 Jahre überhaupt dahin gekommen, wo wir heute sind sind nicht öffentliche Gelder, es sind nicht Netzbetreiber, Energiekonzerne. Die haben das nämlich maßlos unterschätzt und die Forderung, die wir haben, ist erstmal ganz allgemein politisch, dass wir die Energiewende weiterhin im Wesentlichen in deren Hände belassen, die bisher für den Erfolg standen und die auch bisher ihr Geld dafür hergegeben haben oder investiert haben und nicht in deren Hände, die das jahrelang kritisiert haben oder beziehungsweise uns erzählen wollten, was alles nicht geht. Darüber hinaus ist es, glaube ich, ganz ganz wichtig heutzutage, ich ich glaube, es gibt kaum noch Leute, die Verfechter großer bürokratischer Parameter sind. Das heißt, wir brauchen eine Energiewende und Maßnahmen und Rahmenbedingungen, die auch einfach sind, die unkompliziert sind. Ich hatte schon mal gesagt, eine Forderung unseres Verbandes ist zum Beispiel, auch die steuerliche Behandlung von Photovoltaikanlagen schlichtweg zu vereinfachen. Und das hat man schon gemacht vor vielen, vielen Jahren. Ein Beispiel ist die sogenannte Dienstwagenregelung. Da hat es irgendwann mal eine Ein-Prozent-Regelung gegeben. Da kann man diskutieren, wie, wie fair und wie gerecht die ist. Aber zumindest stand dahinter, bestimmte Sachen zu entbürokratisieren. Und nichts anderes fordern wir auch im Bereich der Photovol des Photovoltaikbetriebs. Auch hier zu sagen, die Finanzämter, die, die Bürokratie von Verwaltungsseite hier entsprechend zu entlasten. Und ein Stück weit zu vereinfachen, zu pauschalisieren, um das Ganze... Auch freundlicher zu machen. Denn auch diese Bürokratie ist für viele, viele Betreiber oder Interessenten auch immer ein Stück weit abschreckend. Das merken wir Tag ein, Tag aus. Und das muss es ja im Grunde auch nicht sein. Es, Photovoltaik darf kein Förderprogramm für Steuerberater sein, sage ich jetzt mal ganz salopp, sondern es muss einfach und unkompliziert sein für alle Beteiligten. Die Rahmenbedingungen fordern wir im Grunde. Auszubauen, ein Stück weit zu optimieren, Klarheit zu schaffen zu den Parametern, die wir momentan haben. Das EEG ist immer noch ein Riesenexportschlager weltweit. Dummerweise hat man es in Deutschland in den letzten Jahren ähm, durch unnötige Anpassungen verkompliziert. Man hat irgendwelche blödsinnigen Sachen eingeführt, wie EEG-Umlage auf Eigenverbrauch für Anlagen größer als 10 Kilowatt Peak. Ja. Gegen, das hat sich ja die EU, da kommen wir glaube ich auch noch drauf, schon konsequent gegengestellt und fordert Deutschland seit 2018 auf, äh, das nationale Recht anzupassen auf die Forderung der Europäischen Union, um diese ungleichgemäße Behandlung hier abzuschaffen. Also das ist eine Forderung und ansonsten die Solarbranche an sich fordert keine hohen äh, Subventionen, hohen Förderparameter, sondern klare Rahmenbedingungen gerade für den Bereich der Bürgerenergie wünschen wir uns die Schaffung der Rahmenbedingungen von dezentraler Energieversorgung, inklusive Speicherung, Sektorenkopplung, Integration von Elektromobilität und dafür gerne in Kopplung mit intelligenten Netzen, aber die müssen auch intelligent gemacht werden. Und nur weil ich einen intelligenten Zähler, einen sogenannten Smart Meter, daran hänge, ist das Netz noch nicht automatisch gleich intelligent. Also da muss man auch mal wirklich sagen: die Forderung, die von von Seiten des, der Bundesnetzagentur oder vieler Netzbetreiber kommen, die geben wir als Branche immer gern zurück und sagen, ähm, wir unterhalten uns hier gerne auch äh, über 50, 80 Jahre alte abgeschriebene Netze von Modernität, können wir hier noch nicht sprechen. Und beim Digitalisierungsprozess ist da auch noch eine Menge Nachholbedarf, was man unserer Branche der Erneuerbaren kaum vorwerfen kann, denn wir haben technologisch, aber auch kostentechnische Entwicklungen genommen in den letzten Jahren. Da können wir ein Stück weit stolz auf uns sein, aber wir wollen es natürlich auch nutzen. Wir fassen die Forderungen noch mal zusammen. Erstens, wir brauchen unkomplizierte Modelle. Zweitens, wir haben ein erfolgreiches Modell, das Erneuerbare Energien Gesetz mit einer Einspeisung für Neuanlagen, das brauchen wir weiter. Können und den so Fokus auf Eigenverbrauch. Mit dem Fokus auf Eigenverbrauch und drittens, wir müssen entbürokratisieren damit das Ganze einfacher wird und nicht wie das, was die Bundesnetzagentur und der BDEW jetzt vorschlagen, das macht es nur noch komplizierter. Das, die drei Sachen können wir, glaube ich, sagen. Na und das Maß, vielleicht ist es vermessen, das Maß an Transparenz, was ja auch Hintergrund dieser heutigen und viele anderer Veranstaltungen ist, dass man auch ein Stück weit Angst hat als Branchenunternehmer, dass hier nicht... Äh, offen gekämpft wird, ich nenne es mal bewusst ein bisschen martialisch, sondern dass natürlich ganz, ganz viele versteckte Parameter, wenn ich nämlich Rahmenbedingungen schaffe, wie wir es eben schon diskutiert haben, wo die Attraktivität auf der Strecke bleibt, wo äh, Sachen sich gar nicht rechnen, dann ist das für viele Marktteilnehmer natürlich auch eine Möglichkeit, das Sachen so zu steuern, anstatt im Vorfeld zu sagen, wir möchten bestimmte Sachen nicht. Dann stelle ich lieber Rahmenbedingungen auf, die das unattraktiv machen und vieles dann erst später an die Öffentlichkeit kommt. Und deswegen sind solche Veranstaltungen wie hier oder auch die, die Einbringung von, von Bürgern ganz, ganz wichtig, um hier Transparenz zu schaffen und offen zu sagen, wo wollen wir hin mit der Energiewende, was müssen wir machen und da brauchen wir Klarheit. Transparenz und kein Wischiwaschi. Was noch ganz wichtig ist bei der ganzen Geschichte, wir fordern etwas, was längst eigentlich Gesetz sein müsste. Es gibt den Artikel 21 der EU-Rahmenrichtlinie RED 2 und da zitiere ich in den Sendungen immer wieder diesen Satz, der heißt, die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass Eigenversorger im Bereich erneuerbare Elektrizität individuell oder über Aggregatoren berechtigt sind. Das heißt, wir haben ein Recht auf Eigenenergieversorgung, das bis Juni 2021 in Bundesgesetze umgesetzt werden muss. Und da steht drin, a, erneuerbare Energie einschließlich für die Eigenversorgung zu erzeugen und die Überschussproduktion von erneuerbarer Elektrizität zu speichern und auch mittels Verträgen über den Bezug von erneuerbarem Strom, Liefervereinbarungen mit Elektrizitätsversorgern und Peer-to-Peer Geschäftsvereinbarungen zu verkaufen, ohne dass, und jetzt kommt es, die eigenerzeugte Elektrizität aus erneuerbaren Quellen, die an Ort und Stelle verbleibt, diskriminierenden oder unverhältnismäßigen Verfahren und jeglichen Abgaben, Umlagen oder Gebühren unterworfen ist. Also für Gebühren, Abgaben, Fantasien, komplizierte Modelle ist gar kein Platz in dem, was hier gesetzt werden muss. Und deshalb ähm, ist eine der Forderungen, es muss das gesetzt werden in Deutschland, was europaweit gesetzt ist. Naja und das ist doch das, was man schon immer auch oftmals kritisiert, dass die EU Richtlinien ersetzt und Deutschland muss das umsetzen. Hier ist mal was Gutes, was wirklich nicht zu kritisieren ist, auf die Beine gestellt worden und es ist nicht nachvollziehbar und auch nicht akzeptabel, dass man sich gerade hier von Seiten des Bundeswirtschaftsministeriums federführend Peter Altmaier hier jetzt schon zwei, demnächst drei Jahre Zeit lässt und sich überhaupt nichts rührt. Dieses in nationales Recht umzuwandeln. Und was man auch klar sagen muss, äh, macht man das nicht, stecken da natürlich auch entsprechende Strafzahlungen oder entsprechende Forderungsmaßnahmen seitens der EU in Richtung Deutschland äh, stecken hinterher. Und da sieht man mal leider, in welche Richtung das Ganze geht. Unter www.aktion-eigenstrom.de können Sie diese Aktion unterstützen. Können Sie Briefe an Ihre Bundestagsabgeordneten schreiben. Wir haben demnächst auch noch ein online tour zur Verfügung. Da können Sie direkt die Abgeordneten raussuchen. Und wir fordern etwas, das ist völlig paradox. Wir fordern, dass die erfolgreiche gesetzliche Praxis des Erneuerbaren Energiengesetzes fortgesetzt wird. Und wir fordern, dass die erneuerbare Rahmenrichtlinie der EU umgesetzt wird. Wir fordern etwas, was Gesetz ist. Wir wollen das weitermachen. Wir können das ein bisschen modifizieren. Aber wir wollen eben unser Recht auf Eigenenergieproduktion, Nutzung und Verbrauch. Das wollen wir einfach haben. Es ist unser Recht. Es ist keine Bitte. Vielen Dank, erst einmal für an Stefan Korneck und äh, wir müssen noch mal eine Übersicht zeigen, kurz, meine Damen und Herren. Ich möchte jetzt einen Hinweis aussprechen. Diese Aufnahme in der Totale, meine Damen und Herren, zeigt tapfere Energiewendebürger. Die Energiewendebürger, vielleicht kannst du das mal kurz zeigen, die unterm Baum stehen, sind auch... Energiewende, tapfere Bürger, aber nicht so tapfer wie die, die in der Sonne stehen. Ja? Also, die kriegen das große Verdienstorden mit Eiswürfel im Becher. Sie kriegen nachher warmes Wasser serviert. Aber danke, dass Sie alle hier sind. Und ich freue mich auf Christfried Lenz. Christfried Lenz kennen Sie auch schon aus unserer Sendung. Herr Lenz, vielleicht könnten Sie kurz dazukommen. Er ist von der Bürgerinitiative Saubere Umwelt und Energie in der, in der Altmark. Er ist auch bei der Bürger, hiesigen Bürgerenergiegenossenschaft. Wir werden auch gleich Peter Laube dazu haben. Herr Lenz, äh, Sie haben sich ja die Modelle angeschaut, die da sind. Es gibt große Diskussionen, was darf man bei dem Modell noch, was darf man nicht. Dann sagt die Bundesnetzagentur jetzt plötzlich, naja, jetzt haben wir von den Protesten gehört, jetzt, jetzt machen wir vielleicht doch einen Speicher im Modell 1, obwohl wir eigentlich keins wollen, obwohl wir Speicher schädlich finden. Steht auch in den Berichten der Bundesnetzagentur drin. Und jetzt diskutieren wir darüber, ha, was dürfen wir Bürger vielleicht in diesem Modell... Und das kennen Sie eigentlich, solche Diskussionen und solche ungenauen Modelle. Ja, äh, Sie haben äh, vorhin ja davon gesprochen, der Teufel steckt im Detail. Das möchte ich noch ein bisschen anders äh, erklären. Das Detail ist eigentlich ganz einfach. Da steckt gar kein Teufel drin. Aber der Teufel sitzt im Bundeswirtschaftsministerium und in der Bundesnetzagentur. Da sitzt der Teufel und der sorgt nun dafür, dass dieses im Prinzip ganz einfache Detail widersinnig und um Leute abzuschrecken, kompliziert gemacht wird. Die ganze Geschichte, die ja vorhin schon hier zur Sprache kam. Mit den Anlagen, den sogenannten Ü20-Anlagen, das heißt also, die jetzt seit 20 Jahren gelaufen sind, mit, mit, mit einer guten Einspeisevergütung und was jetzt ab, ab Anfang nächsten Jahres ausläuft. Diese Anlagen, die sind technisch in der Lage, noch gut und gern 20 Jahre hier umweltfreundlichen Sonnenstrom zu produzieren. Und eins ist klar: diese hohe Einspeisevergütung, die sie bisher erhalten haben, die läuft jetzt aus nach 20 Jahren. Die kann nicht mehr so hoch bleiben. Darüber gibt es gar keine Meinungsverschiedenheit. Wie hoch sie genau sein muss, das wird man dann auch aushandeln müssen. Aber dass der bisherige Preis nicht weitergehen kann, das ist auch klar. So, und jetzt stellen sich folgende Möglichkeiten. Eine erste Möglichkeit: Die Anlage wird weiter betrieben und betreibt weiterhin ihren Strom zu 100 Prozent in das Netz ein. Zu, dem dann abgesenkten, zu der ein, abgesenkten Einspeisevergütung. Die zweite Möglichkeit besteht darin, dass der Eigner jetzt sieht: also, okay, also vier, fünf Cent, das ist ein bisschen wenig. Wenn ich aber jetzt den Strom selber verbrauche, dann spare ich ja dadurch den Kauf von Strom aus dem Netz, wofür ich 30 Cent bezahlen muss und dann wird er sich das überlegen, dass ich die Anlage ein bisschen umstrukturiere, dass ich da vielleicht auch eine Speicher noch hinzunehme und dadurch eben pro also kaum noch Strom aus dem Netz kaufen muss und dadurch wird dann die Sache einfach unrentabel und das ist eine ganz einfache Geschichte, aber das einfache das wird jetzt wieder künstlich kompliziert gemacht von Modellen äh, dazu braucht man kein Modell. Ich habe hier alles gesagt, das kann man in drei oder vier Sätzen kann man das reinpacken. Da brauche ich kein Modell dafür. Äh, aber diese Modelle, die obendrein nur irgendwelche Fachleute verstehen können überhaupt, die sich in dieses Gestrüpp, in diese verworrenen Gedankengänge, die da drin sind, hineinarbeiten, äh, das ist jetzt wieder das alte Mittel, äh, um hier die Leute durch solche widersinnigen Fußangeln und bösartigen... Bestimmungen davon abzuhalten, Strom selber zu erzeugen und selber zu verbrauchen. Ja, wenn Sie sich mal diese Modelle angucken, die sind im Internet und auf unserer Seite auch verfügbar, die sind kompliziert, selbst Fachleute streiten um die Deutungshoheit. Gucken Sie sich aber die EU-Rahmenrichtlinie an, Herr Lenz. Die ist ja so eindeutig und klar formuliert, da weiß ich sofort, was wollen die. Ich habe daraus ja vorgelesen. Und die Rahmenrichtlinie der EU, die können Sie so weiter seitenweise durchlesen. Die ist eindeutig klar, da steht drin, die Bürgerinnen und Bürger sollen Strom selber produzieren, speichern, selber verbrauchen. Punkt aus, Ende, gibt es gar keinen Interpretationsspielraum. Das ist da jetzt aber, was von der Bundesnetzagentur BDEW kommt, ist riesig kompliziert. Dann heißt es, nein, wir meinen das so. Ist das Absicht, dass diese Modelle so kompliziert sind? Ja klar ist das Absicht. Wir müssen bei dieser ganzen Energiepolitik seit 2010, möchte ich mal sagen, sehen, hier geht es nicht um irgendwelche technischen Differenzen und das wäre besser so oder besser so, sondern hier geht es schlichtweg um ganz grundsätzliche ökonomische Interessen, nämlich entweder es wird eine, eine ein, ein System geschaffen, wo die alten Konzerne... Die also auf Kohle und Atom beruhen und auf Öl und Gas, wo die ihr Geschäft weiter betreiben können, äh, nicht mit dem Zweck, hier eine, eine Gemeinwohle-Stromerzeugung zu betreiben im, zum Wohl der Bevölkerung, sondern deren Motiv besteht ja ausschließlich darin, äh, Profite zu äh, organisieren und zu produzieren für ihre Geldgeber das ist also die eine seite und die andere seite sind die bürger so wie wir hier hier auf dem platz wir, wollen, wir sehen die, die ganze problematik des klimawandels dass wir mit der herkömmlichen art der stromerzeugung nicht mehr weiter können äh, und, äh, und viele andere faktoren die hinzukommen. Also, wir wollen, uns geht es hier nicht um, um irgendwelche Profite, uns geht es darum, auf eine naturverträgliche Weise, klimaverträgliche Weise Strom zu erzeugen und dabei selber Verantwortung zu übernehmen. Dass wir nämlich nicht immer bloß die Befehlsempfänger sind, die, die unsinnige Vorschriften dann ausführen sollen, sondern dass wir hier selber autonom handeln dass wir auch in der Lage sind, auch die ganze rechtliche Situation zu verändern. Das ist nämlich das, was, was wir ermöglichen können. Autonomie, das ist schon das, was der Hermann Scheer, das war ja zusammen mit Hans-Josef Feld der entscheidende Vater von der ganzen Energiewende, was er in seinen Büchern immer wieder hervorhebt. Das ist eine autonome Art der Energieerzeugung, die von der Bevölkerung in ihren jeweiligen Gruppierungen autonom auszuführen ist. Und dieses wird dann nämlich auch eine, eine Emanzipation der ganzen Bevölkerung mit sich ziehen. Und das wird hier eine Menge ändern. Das wird das ändern, dass wir hier mal in eine Gesellschaft hineinwachsen, die nach dem Wohl der Menschen funktioniert und nicht nach dem Wohl von, von wenigen Profiteuren. Ja, das, was Christfried Lenz gesagt hat. Fasst die Diskussion eigentlich ganz gut zusammen. Und Sie zu Hause, die sich diese Sendung anschauen, machen Sie doch einfach für sich die Prüfung, für sich, aus Ihrem Bauchgefühl heraus, ob das nicht, was Christfried Lenz gesagt hat, der Kern der ganzen Geschichte ist, um den wir hier kämpfen. Und es geht auch und ganz wesentlich um Klimaschutz. Es geht darum, dass wir den Kohlenstoff aus unserer Energienutzung herausbekommen. Und das geht nur, wenn wir Bürgerinnen und Bürger das selber machen. Dass wir Bürger und Bürgerinnen klare, einfache rechtliche Voraussetzungen brauchen, um es machen zu können, kann niemand besser sagen als Peter Laube. Er ist äh, Vorsitzender, Vorstand des der Bürgerenergie Altmark EG. Herr Laube, vielleicht können Sie kurz mal zu mir kommen. Herr Laube, Sie haben hier eine Anlage in der Altmark zu laufen. Was für eine Anlage haben Sie hier zu stehen? Ja, wir haben eine Anlage, 750 Kilowatt Peak. Und. Ähm 2012 gegründet und 2000, also 2012 die Energiegenossenschaft gegründet und sind also im September 2012 in Betrieb gegangen, ans Netz gegangen und speisen also bis zum heutigen Tag erfolgreich ein. Und das, meine Damen und Herren, die Bürgerenergiegenossenschaften und die Bürgerinnen und Bürger, die selber ihre Anlage auf den Dächern haben, das sind die Energieproduzenten der Zukunft und der Gegenwart. Wir haben über 52 Prozent regenerative Energie im Netz. Und das machen die Bürger. Über 95 Prozent dieser Anlagen sind in der Hand von Bürgerenergiegenossenschaften, von den Bürgerinnen und Bürgern selber und nicht mehr von den alten Verkäufern der Kohle- und äh, Atomenergie. Und genau das ist ja der Kampf, von dem Christfried Lenz schon gesprochen hat. Woraus besteht denn Ihre Bürgerenergiegenossenschaft? Wer ist denn da eigentlich dabei? Wie viele Mitglieder haben Sie? Ja, man muss also sagen, das hat sich im Jahr 2011, 2012, also es ist eigentlich eine Beteiligung querbeet, muss ich sagen. Es sind eigentlich alles Menschen, die sich gesagt haben, endlich mal das zu nutzen, was uns jeden Tag ähm, ja, kostenlos zur Verfügung gestellt wird und dass wir irgendwann mal wegkommen von Kohle und äh, Atomkraft. Und äh, man kann das nicht äh, speziell äh, ausrichten auf bestimmte Berufsgruppen oder in irgendeiner Weise. Es ist eigentlich querbeet. Es geht vom Rentner bis zum Lehrer und so weiter. Also, alle Leute, die eigentlich Interessen haben, wir sind auch keine, wie soll ich sagen, professionelle Liga. Wir sind also eigenständig organisiert. Wir müssen uns jeden Tag aufs Neue in irgendeiner Weise organisieren. Wir müssen unsere Anlage in Betrieb halten und wir haben also keinen kein Geldgeber dahinter, keine Kapitalgesellschaft. Wir sind einfach selbstständig organisiert. Und äh, ja, das wäre im Wesentlichen erstmal zu sagen. Sie haben ja auch keine Geschäftsstelle mit 26 Mitarbeitern, Nein. die sich ständig Gedanken darüber machen kann, welche gesetzlichen Rahmenbedingungen verändern sich. Sie brauchen es ja eigentlich ganz simpel. Was brauchen Sie denn für Voraussetzungen? Wir haben ja jetzt hier diskutiert, wir haben die Modelle der Bundesnetzagentur kritisiert, wo dann nach Börsenstrompreisen im Viertelstundentakt abgerechnet wird. Ich habe so den Verdacht, dass Ihnen als Energiegenossenschaft ein Modell, wo Sie Ihren produzierten Strom im Viertelstundentakt zum Börsenpreis verkaufen müssen, nicht so richtig weiterhilft. Ja, erstmal ganz kurz gesagt, ja, unsere Betriebsstelle, wenn Sie so wollen, besteht aus dem Postkasten, Punkt. Mehr brauchen wir nicht, der wird also regelmäßig geleert und dann haben wir mit den einzelnen Stellen, Sparkasse, Bank, ähm, Steuerberater wird dann abgerechnet. Ja, was für uns oder für mich eigentlich ganz wichtig wäre, muss ich ganz ehrlich sagen, ich hatte am Wochenende wieder eine Diskussion. Ich sage mal, diese Flut von Gesetzeswelle, EU-Ebene, Bundesebene, Landesebene, vielleicht auch noch äh, hier Bezirksebene, ich weiß es nicht, den Leuten das mal klarzumachen, wo man selber dann noch durchsieht ähm, und andere noch mitzugewinnen. Wir sind im Moment 77 Mitglieder, äh, dass wir also mehr Leute gewinnen für unsere Genossenschaft. Aber dieses Erklären, dieses ganze, wie soll ich sagen, das Wuß der Gesetzlichkeiten zu durchdringen, oder wie Christoph es eben gerade gesagt hat, man kann es in wenigen Sätzen formulieren, das wäre für mich oder für uns eigentlich wichtig, um noch mehr Leute zu gewinnen. Was Sie brauchen, ist im Grunde eine vernünftige Einspeisevergütung. Richtig. Und 500 Seiten weniger Gesetz. Richtig. Das wäre es. <laughs> und so sah das erneuerbare Energiengesetz mal aus. Das war ja mal viel dünner als heute, oder? Ja, wenn ich mich richtig erinnere, jetzt komme ich leider nicht auf den Namen. Irgendwer hat mal 2003 gesagt, ich glaube, äh, die Steigerung der, oder die Umwandlung äh, Bürgerenergie oder beziehungsweise erneuerbare Energien würde maximal einen Euro kosten. Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Das sieht heute völlig anders aus. Dann machen Sie mal den Bürgern klar, dass ständig die Strompreise steigen und so weiter und so fort. Und da brauchen Sie ja auch nicht mit zig Paragraphen und mit zig Gesetzen kommen, die ich selber gar nicht alle beherrsche. Und das soll man dann noch weiterbringen. Das geht einfach nicht. Wenn Sie weitere Projekte machen wollten, gäbe es denn Bürgerinnen und Bürger hier in der Altmark, die sagen, wir wollen in die Bürgerenergiewende investieren? Oder sagen die Leute, ah oh nee, ist mir jetzt alles zu unsicher geworden? Wenn Sie die Voraussetzung hätten, könnten Sie weitermachen? Sie meinen es Erweiterung der Projekte. Ja, ich glaube, also heute besteht die Möglichkeit, ich kann mich noch gut erinnern, als, ich, als wir 2011, 2012 angefragt haben, hat mir so der eine oder der andere eigentlich einen Vogel gezeigt, na, was wollen nicht grünen Spinner, auf gut Deutsch gesagt. Heute kommen doch schon viele Leute auf mich zu und fragen mich, Mensch, wie sieht es denn aus? Wir konnten jetzt gerade wieder zwei neue Mitglieder gewinnen. Und ähm, ja, es ist natürlich auch ein Problem. Man kann die Projekte erweitern. Aber ich sage mal eins, wir dürfen eins nicht vergessen, wir sind keine professionelle Liga. Wir sind alles. Leihen-Mitarbeiter, die machen das alles freiwillig und alles ist mit viel, viel Arbeit verbunden. Und äh, es bedarf ja auch unwahrscheinlich viel Vorarbeit. Die brauchen einen B-Plan, sie brauchen einen F-Plan und so weiter. Ja, und das ist manchmal auch sehr schwierig. Ein Kollege von uns, der war jetzt gerade unterwegs gewesen und hat versucht, da was zu machen. Die eindeutige Zuordnung in den einzelnen äh, wie soll ich sagen, im Landtag. Allein das ist schon sehr schwierig, dort mal eindeutige Auskünfte zu bekommen. Wir haben es ja verschiedentlich gesagt, ich sage es nochmal. Stefan Korneck hat mir das Beispiel genannt, finde ich eigentlich ganz gut. Menschen wie die Bürgerenergiegenossenschaft die Bürgerenergie dabei sein, brauchen einfache Modelle. Die machen das ehrenamtlich, die Leute schaffen sich selber Photovoltaikanlagen, Speicher an, nach denen muss ich das ausrichten. So wie die heutigen Modelle, es ist es so: Sie nehmen ihr Handy, telefonieren. Das machen wir heute. Nach den neuen Modellen müssen wir in Zukunft gucken, wo ist ein Funkmast und zum Funkmast rennen wir hin und halten dann das Handy hoch, um irgendwie telefonieren zu können. Und genau das wollen wir nicht. Wir wollen, dass die Gesetzlichen Rahmenbedingungen sich an uns orientiert und wir nicht an den alten Netzbetreibern orientiert werden und an der alten Energiewirtschaft. Wir wollen sozusagen, dass der Mensch und die Gesellschaft im Fokus steht und nicht irgendwelche Kommerzinteressen alter Betreiber. Und das hat auch einen ganz bestimmten Grund. Hier steht Holger Neumann von SCM Energy. Er ist einer der Geschäftsführer hier. Das hat auch was mit. Das Argument wird immer weit vorne gebracht, wir bringen es weit hinten. Es gibt aber auch eine Wirtschaft, die Mitarbeiter beschäftigt. Photovoltaik, Speicher und das ist der Wirtschaftsbereich der Boom, nicht die Automobilindustrie. Und darum geht es auch. Ja gut, wir hoffen, dass die Automobilindustrie mit der Elektromobilität dann auch noch mal einen zweiten Boom erlebt. Aber bis dahin ist es noch ein Stück. Und ähm, es ist schon so, dass wir hier in den letzten 15 Jahren, wo wir dieses Unternehmen aufgebaut haben, inzwischen dann 45 Mitarbeiter hier beschäftigen. Und durch solche Regelungen natürlich immer wieder vor der Herausforderung stehen, das dann auch richtig einzuschätzen und zu gucken, wie wir weiterarbeiten können. Und das ist eigentlich immer so das große Problem für unsere Branche, dass wir permanente Herausforderungen haben, politischerseits. Und das macht das Arbeiten natürlich sehr schwierig. Ja, wir haben äh, das Thema eben gehabt mit der Bürokratie, äh, was schon ein sehr großer Punkt bei uns auch ist und äh, wo wir im Büro schon mittlerweile viele Mitarbeiter auch im Backoffice beschäftigen müssen auch, äh, damit die Kunden dann dementsprechend betreut werden können. Und ähm, wie gesagt, diese Regelungen machen das Ganze nicht besser, sondern komplizierter und dementsprechend dann natürlich auch äh, unlukrativer für den Endkunden. Ja, wir ich sag das eingangs, wir sind ja hier aus Salzwedel auf dem Firmengelände von SCM Energy und einige oder auch viele von den Menschen, die hier stehen, sind Mitarbeiter von SCM Energy, die in der Energiewende, in dem Klimaschutz ihren Arbeitsplatz finden. Und deshalb ist die Energiewende einfach die Win-Win-Situation. Es schafft Arbeitsplätze, es schafft auch Einnahmen für den Staat. Die jetzigen Regelungen sind nicht gegen den Staat, sie sind für den Staat, denn die Bürgerinnen und Bürger zahlen auch Steuern dafür. Die Bürgerinnen und Bürger wollen investieren. Und das hat mit Subventionen nichts zu tun. Denn dass diese Menschen, die hier stehen, Arbeitsplätze haben, hat damit zu tun, dass die Bürgerinnen und Bürger die Anlagen auf ihren Dächern sehen wollen. Genau, das hat damit zu tun, dass es vor allen Dingen bezahlbar geworden ist. Die Preisreduktionen, die wir die letzten 15 Jahre hatten, haben dazu geführt, dass Strom aus Solaranlagen mittlerweile um die 7 bis 10 Cent kostet. Und viel günstiger kann man seinen eigenen Strom gar nicht produzieren, um ihn dann auch nutzen zu können fürs Heizen, für den Komfortstrom, für die Elektromobilität. Und jetzt sind wir halt endlich an dem Punkt, wo das bezahlbar ist und wo das quasi fast jeder umsetzen könnte. Und genau in dem Augenblick versucht die Lobby wieder ihre Muskeln spielen zu lassen und die Bundesregierung dahin zu treiben, Gesetze zu erlassen, die uns das Leben, wie gesagt, einfach nur schwer machen und den Bürgern es schwer machen, ihre Stromversorgung in die Hand zu nehmen. Wohlgemerkt, wir befinden uns in Corona-Zeiten. Menschen sind in Kurzarbeit. Und ich war vorhin drin in dem Gebäude von SCM. Und wissen Sie, was da auf den Tischen rumliegt? Stellenangebote. Die suchen hier Mitarbeiter. Also, wenn Sie Elektriker sind, können Sie hier gleich anrufen oder Elektrikerin. Diese Branche, trotz Corona, schafft Arbeitsplätze. Das ist das, was überall ins Rutschen gekommen ist. Diese Mitarbeiter, die hier stehen, sind nicht in Kurzarbeit. Die arbeiten alle bei Ihnen voll, oder? Die arbeiten derzeit überm Limit, das steht fest, weil wir tatsächlich so viele Anfragen haben, dass wir das kaum abgearbeitet bekommen. Und wir saßen auch gerade heute Morgen erst wieder zusammen und haben überlegt, was wir im Servicebereich noch machen müssen, machen können. Und auch da brauchen wir weiterhin Mitarbeiter. Wir haben gute viereinhalbtausend Photovoltaikanlagen gebaut, die natürlich dann auch hier und da man Wartung bedürfen. Und da suchen wir nach wie vor händeringend Mitarbeiter, was natürlich angesichts des Fachkräftemangels sehr schwierig ist. Aber auch das ist schon eine Herausforderung, um sag ich mal, die Energiewende wirklich nach vorne zu bringen, dass die Mitarbeiter dazu teilweise fehlen. Die Anfragen sind da, darüber brauchen wir uns gar keine Sorgen machen. Ja, also wir haben eine Branche, die funktioniert, die Mitarbeiter sucht. Und das machen wir jetzt wieder alles kaputt mit irgendwelchen Modellen, indem man sagt: Ah, kommt das bisschen Strom, was ihr produziert, ins Netz rein, nichts speichern, nichts selber verbrauchen. Unwirtschaftlich haben wir ja vorgerechnet, wie das werden kann. Das ist das, ist, das ist das, was vorgeschlagen wird. Ich glaube, das kann es nicht sein. Und es ist eine Technik, und das wollen wir zum Schluss Ihnen noch zeigen: das ist eine Technik, die ist langlebig. Ich habe es ja mal kurz gezeigt, ähm, wie, wie langfristig sowas funktionieren kann. Und ich wollte einfach mal Kainz Friedrichs bitten, nach vorne zu kommen mit seinem gebrauchten Modul. Ähm, und das ist auch eine sehr coole Aktion, die hier gerade stattfindet. Oh, jetzt sieht man es: von hinten sieht man es, dass es alt ist. Genau, wir stellen es hier vorne mal auf. So kommen sie herum herr friedrichs zu mir mit was haben wir es denn hier zu tun mit für, einem für modul? das sind zwölf jahre alte module die für einen preis von zehn euro an teilnehmer oder an kunden verkauft worden sind und noch mindestens 20 jahre in betrieb sein können und wir die, sich, die solche anlagen aufs dach bringen die sorgen auf jeden Fall dafür, dass solche Modelle nicht schon nach zehn Jahren wieder in den Schrott kommen, sondern weiter auf dem Dach noch gebraucht werden und, und Strom erzeugen können. Und man hat dann die, die Zeit, wenn die 10, 20 Jahre wenn die wieder müde werden, dann kann man sich in 10, 20 Jahren wieder neue zulegen. Und, aber hat dann diese, diese Verschrottung dieser Top-Modelle verhindert. Wo ist dieses Modul her, diese gebrauchten Module, die Sie haben? Aus dem Bereich Hamburg. Und, wo, und wer, wer, gibt, wer gibt einem die? Das ist eine äh, Repowering-Anlage An gewesen, dort, wo neue Modelle aufgelegt wurden und die alten sollten in den Schrott. Und da haben sich einige Leute Gedanken gemacht und haben gesagt: In den Schrott gehören die noch nicht, die bringen noch Leistung und wir ver verkaufen die dann billig. Zu einem Angebot, was ich auch, was jeder akzeptieren kann. Das ist eine Aktion der Bürgerinitiative Saubere Umwelt und Energie Altmarkt. Die haben sich also um diese Module praktisch bemüht. Herr Lenz wollte noch was dazu sagen. Der gehört nämlich, Sie machen ja auch überall mit, Herr Lenz. Kommen Sie hier dazu. Äh, Sie. Also, wir haben bisher in den letzten Wochen eine komplette LKW-Ladung mit 490 Mod Modulen aus äh, Hamburg, also hier in die Altmark geschafft. Die sind auch verteilt und verkauft. Und wir bereiten derzeit eine weitere Lieferung vor. Ich habe hier mal äh, sechs oder sieben Blätter ausgedruckt, äh, wer äh, da eventuell Interesse hat. Dem gebe ich gern so ein Blatt und dann kann er sich mit uns in Verbindung setzen. Das ist also eine völlig, da wir verdienen da gar nichts daran. Das ist lediglich eben, wir müssen die Unkosten bezahlen, der Transport und noch ein paar mehr. Und die geben eben in den Preis ein. Und da können wir für diesen Preis eben hier für 10 Euro äh, vertreiben wir dann diese, diese Module. Haben Sie sich die mal angeguckt, ob die technisch in Ordnung sind? Das werde ich noch alles durchprüfen. Okay, machen Sie noch irgendwas an den Modulen? Nur, nur reinigen und dann rauf auf, aufs Dach. Ja, und es gibt hier ein schönes Rechenbeispiel. Also, wenn Sie zum Beispiel für Ihr Gartenhaus äh, eine 1 kW Peak-Anlage machen, also 1000 Kilowattstunden im Jahr produzieren können, das ist für ein Gartenhaus schon ganz gut, dann kostet sich das mit den Modulen 200 Euro. Hat man noch ein bisschen Materialbedarf für Montage, was weiß ich alles. Also, billiger, billiger geht es nicht. Und das sind schon dünnschichtmodule habe ich gelesen das, sind kein, das ist kein alter dreck das sind sehr moderne dünnschichtmodule die auch bei bewölkung noch strom erzeugen wenn die sonne aufgeht während die ganzen neumodernen manchmal den makel haben nur bei guter sonne strom in energie umzuwandeln können diese schon bei sonnenaufgang schon produzieren und selbst der mond wenn der Mond richtig gut scheint, können die Module schon produzieren. Ja, die Module sind Baujahr 2008 ein tolles Beispiel, wie langlebig diese Technik ist, wie es funktioniert. Und bei all dem, was wir Ihnen heute gesagt haben, meine Damen und Herren, Sie als Bürgerinnen und Bürger, Sie als mittelständisches Unternehmen, können Ihre Eigenenergie selber produzieren für Komfortstrom, für Wärme, für Mobilität. Wer es richtig macht, außerhalb der Investitionen, haben Sie keine weiteren Energiekosten. Und das wollen wir auch weiter machen. Auch das will der Verband Energieerzeugender Gebäude, dessen Sendung das heute hier ist. Vielen Dank, Herr Friedrichs. Und zum Schluss bitte ich Sie jetzt einfach, die Briefe nach vorne zu bringen. Wir sammeln das ein. Bitte halten Sie die 1,5 Meter Abstand ein. So, Herr Korneck, Sie haben das Schlusswort. Kommen Sie doch mal zu uns hier als Vorstandsmitglied. Genau, bringen Sie einfach die Briefe bitte nach vorne, werfen Sie sie ein. Also, wir haben die Argumente aufgeführt. Warum sollte man es nicht tun? Warum sollten wir die Bürgerenergiewende nicht so erfolgreich fortsetzen, wie wir es in der Vergangenheit gemacht haben? Da brauchen wir gar nicht kreativ werden. Es gibt keine Gründe. Und das ist ja auch, glaube ich, das, warum wir kämpfen, weil wir sagen, alles was wir ins Feld führen an Argumenten, ähm, auch an Vorzügen, spricht für sich, ähm, gibt es keine Vorteile. Ähm, wir glauben vor allen Dingen, die Bürger, die Gesellschaft hinter uns zu haben, bei dem wir glauben, dass es das Richtige ist. Und wir glauben, es ist absolut notwendig, die Energiewende auch weiterhin in Händen derer zu halten oder zu geben, die auch in der Vergangenheit uns dahin gebracht haben, wo wir heute sind und die das auch wirklich wollen und die da auch ein Stück weit. Klima- und Energiewende tatsächlich im Herzen tragen und nicht bloß irgendwo behaupten. Mein Sonderlob nochmal an all die Bürgerinnen und Bürger von Salzwedel, die hier gestanden haben, die immer noch hier stehen in der prallen Sonne und sich dafür eingesetzt haben. Ja, die Energiewende ist eine Bürgerenergiewende. Und wenn wir sie nicht jetzt weiter fortführen können, kriegen wir noch ganz andere Probleme. Dann kriegen wir auch das Elektroauto nicht in das Netz hinein. Und das bedeutet auch, wir werden keine regenerative Grundlast haben. Auch dazu haben wir eine Sendung gemacht. Deshalb haben wir die nächste Aktion am kommenden Samstag. Da werden die Elektromobilisten in Brandenburg unsere Aktion unterstützen und für die Bürgerenergiewende kämpfen. Hier in der Altmark, letztes Wort. Hier in der Altmark ist die Wiege Preußens. Hier ist die Welt hoffentlich auch zukünftig noch in Ordnung. Und wir werden weiterhin kämpfen mit so einer tollen Unterstützung. Insofern auch vielen, vielen Dank von meiner Seite. Wir werden weiterhin dafür kämpfen und dafür sorgen, dass die Energiewende den richtigen Weg nimmt und von denen auch federführend umgesetzt wird, die das wirklich auch im Herzen tragen, wie ich schon sagte. Und ich denke, da haben wir auch ganz gute Argumente für uns. Und da wir an der Geburtsstätte Preußens sind, beende ich die Sendung martialisch damit. Im Stechschritt werden wir weiter für die Energiewende durchs Land eilen und mit unseren preußischen Stiefelspitzen jeden Widerstand dagegen zertreten. Bis zum nächsten Mal. Das war eine Sendung des VEG Verband Energieerzeugender Gebäude. Dankeschön hier auf dem Platz. Auf Wiedersehen.